So, Leute, ihr seht ja hier meinen Bildschirm und Minecraft ist jetzt mit Glück gestartet. Mal gucken, ob wir es jetzt beim Neustart nochmal schaffen. Also, hier seht ihr das. Ich komme jetzt halt auf keinen Server drauf, jetzt muss ich Minecraft neu starten, mal gucken, ob es funktioniert. Verpiss dich ganz kurz. Nee, jetzt geh raus! So, ich einfach muten müssen, Mann. So, jetzt nicht gemutet. Seht ihr, Leute, das meine ich. Minecraft startet mit Glück und manchmal nicht. Also, ich kann jetzt viel machen, aber es wird nichts passieren. Oh. Minecraft ist gestartet nach 40 Sekunden Wartezeit. Ich bin raus, Leute. Tschüss. Young rapping dude, might just trap with you. Coming with the thunder, baby, might just clap your crew. I roll out. Hallo Leute und willkommen zum neuen Video hier auf meinem Kanal. Wie wir wahrscheinlich schon am schwulen Blocken erkennen können, befinden wir uns in der 1.8 und jo, auf jeden Fall ist es hier das Winterprojekt, also Winterleben. Und ich würde einfach euch mal hier so ein paar Let's Plays machen in nächster Zeit, auch mit AW zusammen und vielleicht mit einem anderen paar Randys, die sich auf den Server vertreiben. Das Projekt ist eigentlich ein mittelalterliches Haus zu bauen, aber naja, was draus geworden ist, seht ihr dann ja hier. Richtige WK-Aktion. Ja, eigentlich wollte ich das Kistenlager noch am Start haben, das wird noch natürlich noch gebaut. Und hier so ein kleiner Wintergarten, auch voll mittelalterlich. Und ja, dann hier unten natürlich noch Creeper am Start, den boxen wir jetzt runter, oder? Tschüss. Und dann ist hier sozusagen mein Raum. Auch noch ein Creeper einfach. Und in nächster Zeit würde ich einfach gerne hier so ein bisschen spielen, weil das mir auch vom ganzen Konzept und so her viel Spaß macht. Ab und zu können wir AW noch trollen, das können wir vielleicht mit reinbringen. Aber ich glaube eher nicht. Okay. Und ja, vielleicht auch so ein paar Farmaktionen, wie man Diamanten sucht oder so, könnt ihr in die Kommentare schreiben. Und ja, ihr habt wahrscheinlich schon teilweise Teile vom Pre-Intro gesehen, was so mit meinem Minecraft los ist. Es ist einfach nicht feierlich, Leute. Ich versuche einmal wirklich, also ich habe mir schon wirklich viele Aufnahmeversuche überlegt. Ich habe einfach letzte Zeit so 5 Aufnahmetermine gemacht, auch eingehalten. Jedes Mal war die Tonqualität im Arsch oder irgendwas anderes. Und ja, gut, also zu Weihnachten kriege ich eh eine überpowerte Grafikkarte, die eigentlich übelst unnötig ist. Aber mein Vater hat darauf bestanden, weil er das ja selbst angeguckt hat. Und ja, hat gesagt, ich kann mir ruhig was Besseres holen, damit es auch dann länger hält. Neues Mainboard muss ich natürlich auch mitbekommen, natürlich noch, damit ich die Grafikkarte überhaupt unterstützen werden kann, weil mein jetzt komisches Mainboard von Intel, also von Medion, ist nicht ganz so, sag ich mal, gut. Und ich glaube, die Grafikkarte brennt mein PC dann weg. Grafikkarte. Was, Grate? Grafikkarte. Ja, Grafikkarte. Okay. Und wir haben jetzt hier oben auch einen kleinen Aufnahmetermin von X-Arthur, den werden wir jetzt hier begrüßen. Ace. Acer. Hi. Der stellt gerade mein Haus vor, so wie ich es jetzt gleich machen werde. Und ja, weil ich unbedingt mal wollte, dass der auch mal was aufnimmt von meinem Haus, weil er zeigt die ganz andere Scheiß man im Reden mit X. Und ja, das Haus hat jetzt Aufbauzeit 2 Tage gebraucht, inklusive Quarzfarm, was ewig gedauert hat, habe ich einfach keinen. Also wir schreiben ja nächste Woche 3 Arbeiten. WK-Lifestyle kennt ihr ja natürlich. Bauen wir das Haus und am letzten Tag kurz angucken und dann let's go. Und ja, ich habe also hier ein bisschen was gebaut. Das soll so ein kleiner Ofen sein. Ich habe natürlich auch ein paar Ideen aus Porkchop Medias Einrichtungsdingens hier gemacht. Wie zum Beispiel hier den Fernseher zum Beispiel. Da habe ich mir auch übernommen. So ein paar Ideen, hab die kombiniert. Und jetzt haben wir halt so ein Gesamtpaket hier, so eine kleine Küche. Die Öfen sehen natürlich übelst scheiße aus, aber ja. Ihr könnt es noch mal kurz locken. Ah, okay, das ist schon registriert als unser Ofen. Und ja, was ich eigentlich jetzt so in den letzter Zeit machen wollte, wäre eigentlich jetzt so ein paar Let's Builds gewesen, wie ich auch hier das gebaut habe. Aber ja, jetzt das Haus ja sowieso fertig ist, hat es jetzt wenig Sinn, das jetzt hier noch hier so ein paar Videos rauszuhauen. Und ansonsten, so könnte ich ja euch ein bisschen rumführen. Aber ich weiß nicht ganz genau, aber komm mal ein Channel runter, möchte mit euch labern. Nee. Nee, mehr auf. Wahrscheinlich im ersten richtigen Aufnahmetermin nicht jetzt endlich einhalten kann. AW, weißt du zufälligerweise, ob noch Leute beim Projekt mitmachen dürfen oder so? Du kannst an einen deiner Abonnenten eine Wildcard vergeben und der darf dann ins Projekt. Aber nur einen. Okay, gut. Und wir können es ja so machen, wenn ihr dieses Projekt wollt, nicht griefen möchtet, also es ist kein PvP-Projekt, es ist ein reines Bauprojekt.
Ich verkaufe eine Wildcard plus und, ein... Und ist, nein, es ist nicht nur ein Bauprojekt, es ist auch noch ein Roleplay. Ja, Roleplay, das heißt, ich sag, wir müssen uns mit sie ansprechen, das heißt, wenn ich AW sehe, muss ich dann, darf ich dann nicht mehr Duhu so sagen? Da bin ich Herr AW in dem Fall. Ja, genau, oder Herr WK muss man dann auch sagen, was in meinem Fall sehr schmeichlerisch ist, weil WK einfach für Weltkrieg steht und dann, ja, keine Ahnung, Herr Weltkrieg hört sich schon cool an. Und aus dem Grund, jo. Also ihr werdet, wenn ihr auf den Server kommt, werdet ihr eine Rolle spielen. Keine Ahnung, was ihr dann macht, aber es gibt sowas wie eine Mafia oder so, es gibt's alles schon. Ja, da gibt's so LSD-Glas, mit dem ich jetzt hier mein Haus gebaut habe. In dem Fall war das LSD sogar gut, also das heißt, wenn ich jetzt zu lange den Glasscheiben rauch dran stehe, ja, keine Ahnung, dann bin ich bekifft oder so. Das ist einfach sinnlos, was wir labern irgendwie. Aber es ist scheiße. Achso, jetzt heißt es auf einmal wir, alles klar. Ja, wir, du, ich, keine Ahnung. Ich und du, Müllers, Kuh, Müllers, also. Wahrscheinlich bauen die mein Haus hier ab. Und normalerweise muss man auch immer anklopfen und der scheiß Tommy verpiss dich, Mann. Und ja, und aus dem Grund könnt ihr euch dann aussuchen, ob ihr da mitmachen möchtet oder nicht. Also ich würde es euch auf jeden Fall empfehlen. Macht auf jeden Fall richtig Spaß. Ist mal was anderes als Minecraft PvP. Und falls ihr mitmachen müsst, natürlich die alten Bedingungen von den likegeilen Hurensöhnen. Video kommentieren, dass ihr überhaupt gewinnen möchtet. Dann natürlich dem Video einen Daumen nach oben geben. Natürlich Abonnent sein, weil ich das nur für die Abonnenten mache. Und dann am besten noch vielleicht ein bisschen mit mir Kontakt haben, damit ich euch noch ein bisschen kenne. Aber das können wir dann auch in Skype machen, also mein Skype-Account, wie es eigentlich jeder Trottel eigentlich schon auf Skype kennt. VegaChristo90XD. Natürlich haben wir noch ein paar Sexbots am Start. Ich weiß nicht, ob ihr die auch habt, aber das sind so komische Hurensöhne, die einfach euch anschreiben, yeah, I'm very wet und so ein Scheißdreck, was eigentlich überhaupt nicht ist. Ich kann euch jetzt gerade mal ein paar Skype-Dingens einblenden von so Scheißbots. Und ich weiche einfach viel zu sehr vom Thema ab, aber es ist einfach wirklich so, dass auf Skype in letzter Zeit einfach die ganze Zeit Werbung vorgestellt wird und auf einmal kommt da so Töne raus und ich habe einfach keine Ahnung, wo die herkommen. Und dann habe ich übelst Angst. Ja. Mama, da kommen komische Geräusche aus meinem Bildschirm. Und dann so, kaufen sie jetzt bei Check24 an, da tanzen die Bastarde einfach wieder. Scheiß Werbung. Nein, die sind jetzt Basketballer geworden und so riesig groß. Ja! Fühlen sie sich jetzt riesig? Oh Gott! Das ist eine billige Scheiße, ohne Witz. Ja, und wieder zurück zum Thema zu kommen, also wie gesagt, Video kommentieren, liken, Abonnent sein und auch vielleicht schreiben, wieso ihr Gerät direkt auch ihr ins Projekt möchtet, weil das wird auf jeden Fall nochmal gut ganz gut rüberkommen, weil ich werde dann auch Kommentare auslosen, also ich werde 5 Kommentare raussuchen und die am besten die Begründung geschrieben haben, die werden drankommen. Also wenn ihr ihn schreibt, ich möchte ins Projekt AMK, der hat direkt verloren. Und wenn dann einer schreibt, ich möchte ins Projekt, weil Baum, hätte der natürlich schon einen besseren Grund geschrieben als der Typ der AMK. So, ja, weil, ja, Baum ist viel besser als AMK, ja, ja, ist halt so. Und sucht einfach was Gutes aus, Leute, und fuck, mein Humor ist nicht zu übertreffen, Alter, das ist so sinnlos, was ich hier laber, Alter. Ihr könnt ja mal schreiben, ob ich bei Stefan Raab seid nicht leise, bitte. Ob ich da TV Total schon mitmachen kann, da kann man sich ja übrigens bewerben. Vielleicht komme ich rein. Mal gucken, ob der Ping dann auch am Start ist. Ja, aber da gibt dir Stefan Raab gibt dir dann Ping Schellen. Na, normal, Alter. Ja. Und ja, ansonsten wollen wir unten unseren, sag ich mal, unsere kleine geheime. Ja, wenn du dein Haus gezeigt hast, kannst du ja durch den Gang zu mir kommen. Okay, und AW und ich, also ihr habt wahrscheinlich schon den hier gesehen, Ausrufezeichen. Das ist etwas ganz Besonderes, weil AW und ich, wir sind halt immer so, in der Stadt sind halt so, diese Russen, also Take the Church, und da müssen uns AW und sich immer so, ja, keine Ahnung, so irgendwie so geheime Gänge treffen. So Take. Twenty minutes later. Many months later. Fuck, Alter! Fuck! So much later that the old narrator got tired of waiting and they had to hire a new one. Okay, Lachflash Cut! Lachflash Cut!
So Leute, da sind wir wieder und jetzt werden wir hier im AWS, also hier unten bei der Geheimgang sozusagen. Wieso sagen wir das eigentlich? Aber ja, keine Ahnung, also hier unten ist der kleine Gang und da treffen wir uns halt immer so, nein, Spaß. Also das ist einfach nur so eine kleine Verbindung, damit wir nicht die ganze Zeit oben laufen müssen, weil über uns tobt halt die Schlacht und jo. Die Schlacht um Mittelerde. Ich brauch Essen, ich hab nichts mehr, außer die zwei Äpfel und die muss ich jetzt, esse ich nur ungern eigentlich. Weil AWS Haus ist halt so mittelalterlich gebaut, meins einfach so richtig future-like, also mit 400k-Leitungen und so ein Scheiß, währenddessen hier noch eine Bombus-Leitung haben. Halt. 400k-Leitung? Ja, 400 Megabits uploaden, download, keine Ahnung, Alter, besser als It's Ice Peepees Leitung auf jeden Fall. Oh, scheiße. Und, ja, das Texture-Pack übrigens ist von mir, von GetAim, also GetAims 3.0. Aber das habe ich ein kleines bisschen editiert, weil mich manche Sachen von ihm einfach so abfacken. Das ist nicht mehr feierlich und das habe ich jetzt ein bisschen editiert, damit das ein bisschen besser aussieht. Und jo. Wie man auch sehen kann, hat AW wieder mal sehr viel Wert auf Schönheit gelegt. Wie bei unserem alten Grafenhaus, falls du dich noch erinnern kannst, AW. Da hast du ja auch so eine Decke gebaut. So ungefähr. Ja, genau. Und jo. Ansonsten. Aha, crafted, das war Zeiten. Ja, das war irgendwie schon Zeiten, da wurde ich immer Probably gedost hat. Da gibt es ja diesen einen Beweis auf YouTube, ne? Kannst du dich erinnern? Nee. Ja, und da auf jeden Fall, keine Ahnung. Falls ihr auf jeden Fall mitmachen möchtet bei dem Projekt, wie gesagt, die Folge können wir jetzt eigentlich hier beenden, weil ich werde jetzt einfach nur noch nach Hause laufen, vielleicht noch ein bisschen weiterbauen und Stadtführungen kann ich auch machen, das müsst ihr natürlich in die Kommentare schreiben und auf jeden Fall würde ich mich auch freuen, wenn jetzt vielleicht auch ein paar Leute, die eher mehr auf PvP interessiert sind, hier vorbeischauen, weil wirklich PvP ist zwar auch ganz toll, aber bauen finde ich mit anderen Leuten zusammen, wenn auch vor allem PvP deaktiviert ist, finde ich das übelst lustig, weil man teilt sich auch so Sachen und man lernt sich aus einem viel anderen Winkel kennen, also auch jetzt im Sinne von Bauen, hilft sich gegeneinander und sowas, das macht auf jeden Fall richtig Spaß. Der Typ, den kenne ich jetzt zum Beispiel zwar nicht. Danke, der hat auch zum Beispiel jetzt sofort gesehen, dass ich keinen Sprit mehr hatte und er hat mir jetzt hier was gegeben. Zum Beispiel finde ich auch übelst korrekt von dem. Und wir geben natürlich, ich gebe zum Beispiel auch meine Glücksspitzhacke ab und zu Leuten, die Diamanten gefunden haben. Dann können die abbauen und... So, bin ich wieder da. Ja, jetzt chillen die hier immer noch bei mir, gucken Fernseher, die kleinen Schlingel. Weil bei denen haben die halt ja, wie gesagt, eine Bambusleitung. Und falls ihr hier in der Nähe von mir also diese Wildcard gewinnen möchtet, dürft ihr hier in der Nähe irgendwo euer Haus bauen, auf der Halbseite. Ihr könnt auch da vorne bauen. Aber mich würde es natürlich freuen, dass ich auch hier in der Nähe ein paar Leute habe, die bei mir hier sozusagen wohnen können. Und, jo. Da hätte ich auch so ein bisschen ein paar Leute, mit denen ich zum Beispiel auch Stripmine gehen könnte, was auch übelst nice wäre. Weil ich bin nicht so unbedingt an den PvP interessiert, wenn ich jetzt bei so einem, sag ich mal, Friedensprojekt dabei bin. Und die Brücke müsste auch noch fertig gebaut werden. Projekt, Alter. Genau. Ja, und aus dem Grund, ja. Ich hoffe, euch hat das Video an sich so gefallen und entschuldige mich auch übrigens für meine Inaktivität. Liegt einfach nur daran, dass Windows 8.1 einfach nur scheiße ist. Windows 10 ebenfalls. Hat mich ewig lange gekostet, bis ich die Scheiße wieder losgeworden bin, nachdem die mir nur angeboten haben, ja, möchten sie noch Installation machen, damit alles behoben wird. Und ja, das glaube ich nicht, dass sie das jemals überhaupt wieder beheben können, aber ich glaube einfach, dass ihr meine Community, auch wenn ihr immer noch aktiv seid, trotz meiner Aktivität würde ich auf jeden Fall immer noch freuen. Und falls ihr beim Projekt mitmachen wollt, wisst ihr, was ihr zu tun habt. Und falls ihr auch Videos mit anderen Leuten sehen wollt, müsst ihr es in die Kommentare schreiben und für den Schwanz im Mund, ja, dürft ihr gerne einen Daumen nach unten geben, aber schreibt bitte auch konstruktive Kritik in die Kommentare, wenn ihr disliked. Und ach so, sie sollen disliken wegen dem Schwanz im Mund und soll eine konstruktive Kritik da lassen, wie du besser mit Schwanz im Mund sprichst oder wie? Ja, ich bin behindert. Okay, das muss ich irgendwie rauscutten, keine Ahnung. Ich kann nicht cutten, sorry Leute! Und lass das bitte drin. Okay, das mache ich für dich, Ari. Okay Leute, haut rein, bis zum nächsten Mal mit meinem Scheiß-Videos. Viel Spaß auf irgendwelchen Servern, wo ihr gerade seid. Wenn ihr mitmachen wollt, schreibt es in die Kommentare und tut, was ich euch gesagt habe. Und dann würde ich sagen, Leute, haut rein, bis zum nächsten Mal und tschüss mit dem Take Me to Church, AW.